Wie man den Sandmann besiegt. Hast du Schwierigkeiten, wach zu bleiben? Versuchst du, für eine wichtige Prüfung zu lernen, eine Aufgabe in letzter Minute zu erledigen, die du das ganze Wochenende aufgeschoben hast, und es ist jetzt 3 Uhr morgens und du bist völlig erschöpft? Oder vielleicht warst du vor kurzem in einer ähnlichen Situation und suchst nach Hilfe, was zu tun ist. Nun, mein Freund, ich habe genau das richtige Rezept, um deinen müden Geist zu beruhigen. Alles, was du tun musst, ist ein Spiel zu gewinnen. Der Aufbau des Spiels ist relativ einfach. Alles, was du brauchst, ist eine Sanduhr, eine Kerze und ein Marker. Lass mich eines ausdrücklich klarstellen. Du brauchst ein Stundenglas, nicht eines dieser schnöden 30 Sekunden Scheißteile, die du aus einer Müsli-Schachtel oder einem Brettspiel bekommst. Teste vor dem Spiel deine Sanduhr, um sicherzustellen, dass sie eine Stunde oder etwas länger braucht, um den gesamten Sand von einem Abschnitt in den anderen zu leiten. Eine etwas längere Zeitspanne ist hilfreich, aber eine zu lange oder zu kurze Zeitspanne wird zu Komplikationen während des Spiels führen. Außerdem musst du während des Spiels ganz allein im Raum sein. Wenn du bereit bist zu spielen, wähle einen Raum, der versiegelt werden kann, was einfach bedeutet, dass alle Türen und Fenster geschlossen werden können. Alle anderen Zeitmessgeräte oder Wecker müssen vorher aus dem Raum entfernt werden, sonst kann das Spiel nicht beginnen. Die Sanduhr ist das einzige Instrument zur Zeitmessung, daher ist es wichtig, eine genaue Sanduhr zu haben. Alles, was einen elektronischen Bildschirm hat, sollte ebenfalls entfernt werden. Dazu gehören Fernseher, Handys, Computermonitore, alles. Wenn du sie während des Spiels im Raum lässt, ist das ein großer Nachteil für dich. Du kannst das Spiel um 20 Uhr beginnen. Vergewissere dich, dass der Raum versiegelt ist und zieh die Vorhänge zu, um jegliches Licht von außen zu blockieren. Zeichne dann eine einfache Sanduhrform auf den Rücken einer deiner Hände. Merke dir gut, welche Hand es war, da du bei diesem Spiel meistens im Dunkeln sitzen wirst. Nimm die Kerze und zünde sie an. Schalte das Licht aus. Setz dich mit den 3 oben genannten Gegenständen dicht nebeneinander auf den Boden und drehe die Sanduhr um, sodass der Sand in die leere Hälfte zu fallen beginnt. Die einzige Lichtquelle sollte deine Kerze sein. Rufe nun etwas in der Art von: Ich bin nicht müde und ich weigere mich einzuschlafen. Schließe die Augen, bis du bis 10 gezählt hast, und öffne sie wieder. Du wirst dir nicht ganz sicher sein, aber irgendwo im Raum wirst du glauben, die schemenhaften Umrisse eines Mannes zu sehen. Das Spiel hat begonnen und dein Gegner ist niemand anderes als der Meister des Schlafes selbst, der Sandmann. Provoziere ihn nicht und sprich auch nicht mit ihm. Du hast ihn herausgefordert und ihn in gewisser Weise wegen seines Berufs beleidigt, sodass er, gelinde gesagt, nicht gut gelaunt ist. Jetzt kommt das Spiel. Deine Aufgabe ist es, so lange wie möglich wach zu bleiben, maximal 8 Stunden, was bedeutet, dass du bis 4 Uhr morgens wach bist. Jede Stunde musst du die Sanduhr umdrehen, um sie zurückzusetzen und das Spiel fortzuführen. Jedes Mal, wenn du die Sanduhr umdrehst, darfst du den Marker nehmen und eine Markierung auf deinen Arm zeichnen. Welchen Arm du genau markierst, wird später erklärt. Und glaub nicht, dass du die Sanduhr einfach nur schnell 8-mal umdrehen oder 8 Striche auf deinen Arm zeichnen kannst. Die Stunde muss vergehen, damit der Zauber funktioniert. Wenn du es nicht schaffst, die Sanduhr umzudrehen, bevor das allerletzte Sandkorn fällt, oder wenn du dem Schlaf erliegst, hast du verloren. Während dieser Zeit wendet der Sandmann so viele Tricks wie möglich an, um dich zum Einschlafen oder zum Nachgeben zu bewegen. Die untere Hälfte deiner Sanduhr steht nämlich für seine Macht. Je mehr Sand sie enthält, desto stärker ist sein Einfluss. Fast sofort nach dem Start wirst du anfangen, dich schläfrig zu fühlen. Das liegt nur an seiner Anwesenheit. Wenn du das nicht aushältst, hör sofort auf zu spielen. In der ersten Stunde wird er nicht viel tun. Er läuft vielleicht im Raum herum,
aber er wird dich nicht berühren oder mit dir sprechen. Selbst wenn du versuchst, mit dem Wesen zu sprechen, was du auf jeden Fall vermeiden solltest, wirst du keine Antwort erhalten. Je weiter du kommst, desto schläfriger wirst du, und wenn du nicht in der Nähe deiner Kerze bist, löscht er sie vielleicht, damit du einschlafen kannst. Lenke dich während dieser Zeit nicht ab. Du könntest leicht das Zeitgefühl verlieren und vergessen, die Sanduhr rechtzeitig umzudrehen. Der Sandmann kann auch deine Wahrnehmung der verstrichenen Zeit verfälschen, aber er kann die Sanduhr nicht beeinflussen. Also ist es deine beste Chance zu gewinnen, wenn du dich auf die Sanduhr konzentrierst. Nebenbei bemerkt, wenn du versuchst, den Raum zu verlassen, wirst du feststellen, dass alle Türen verschlossen sind und die Fenster nichts als eine unnachgiebige Dunkelheit zeigen, soweit du sehen kannst. Nachdem du die erste Stunde überstanden hast, wird der Sandmann zwar spotten, aber weiterhin im Raum bleiben. Jetzt wird er anfangen, noch mehr aus seiner Trickkiste zu holen. Er hat gesehen, dass du nur schwer zu bändigen bist. Die Geräusche von Spieluhren und Harfen sind anfangs vielleicht noch aus der Ferne zu hören, werden aber allmählich so laut, dass sie hörbar und beruhigend sind. Widerstehe dem Drang, deine Augen zu schließen und ihnen zu lauschen. Dein Körper wird müde werden, wenn du dich der zweiten oder dritten Stunde näherst, je nachdem, wie sich der Sandmann in dieser Nacht fühlt. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt wird er anfangen, mit vielen Stimmen zu dir zu sprechen. Die sanfte Stimme eines jungen Mädchens, das weise, gackernde Lachen eines Großelternteils oder vielleicht sogar mit den stets liebevollen, erkennbaren Worten deiner eigenen Mutter. Sie werden versuchen, dir zu gratulieren, dass du so lange mit dem Sandmann überlebt hast, dass du schlaflosen Tagen und Nächten getrotzt hast, um dieses Spiel zu gewinnen. Schlaflieder und Kinderreime werden dir ins Ohr geflüstert. Aber du weißt es besser. Sag nichts und ignoriere die Stimmen. Egal, wie real sie dir erscheinen mögen, hör nicht auf sie. Schlaf nicht ein. Wenn du es bis zur Hälfte geschafft hast und nun 4 Zeichen auf dem Arm hast, wirst du völlig erschöpft sein und der Sandmann wird wütend werden. Er wird anfangen, deine Umgebung noch mehr zu manipulieren und neue Taktiken anzuwenden, um dich zum Schlafen zu bringen. Anstatt zu versuchen, dich in den Schlaf zu wiegen, wird er dich angreifen. Es kommt zur Halluzination. Du siehst schreckliche Bilder von Toten, die von der Decke hängen und von einem Scheinwerfer unbekannter Herkunft angestrahlt werden. Der Raum beginnt sich in sich zusammen zu krümmen, dehnt sich aus, krümmt sich wieder und dehnt sich wieder aus. Ein Flüstern in deinem Ohr wird zu einem Schreien in deinem Gesicht aus einer unsichtbaren Quelle. Da du bereits geschwächt bist und wenig Schlaf hast, wird deine verbleibende Energie in Schüben von seinen Schrecken aufgezehrt. Sicherlich wirst du plötzliche Adrenalinschübe erleben, aber der Sandmann ist clever. Er wird sie so timen, dass du die nächste Stunde nicht einfach überleben kannst, weil du einfach nur zu verängstigt bist. Er wartet, bis dein emotionaler Zustand eine Stufe tiefer gesunken ist. Und dann, bam. 2 verfaulte Füße baumeln vor deinem Gesicht. Du kannst so viel schreien, wie du willst. Du kannst ihn anflehen, aufzuhören. Aber das wird nur noch mehr von deiner Funktionsfähigkeit verbrauchen. Bei der 6-Stunden-Marke wechseln die Halluzinationen zwischen Schrecken und Trost. Während der Sandmann damit beginnt, dein Gehirn zu durchforsten, um herauszufinden, welche Albträume dich in vielen Nächten in den kalten Schweiß getrieben haben, werden andere dich in den Schlaf wiegen und dir sagen, dass du genug ertragen hast und dass du ihre Ruhe verdient hast. Ein warmes Bett, in das du dich hineinlegen kannst, ein Kissen aus den weichesten Pelzen und Federn. Die Harfen und Spieluhren werden deinen Hörsinn überfordern. In deinem Zustand magst du die Gelegenheit zum Schlafen begrüßen, aber reiß dich davon los. Hast du die Sanduhr beobachtet? Stelle sicher, dass deine Schrecken dich nicht ablenken. Das ist der Grund, warum du nicht mit dem Sandmann redest, denn jedes winzige Detail, das du ihm über dich erzählst, wird er hier gegen dich verwenden.
Das ist auch der Punkt, an dem die elektronischen Bildschirme zu einem massiven Problem werden können. Sie schalten sich ein, egal ob sie mit Strom versorgt werden oder nicht. Und wenn du zu lange auf ihr rätselhaftes Bild starrst, werden deine Augenlider schwer und dein Körper wird auf den Boden fallen. Wenn du die Bildschirme gerade weggedreht hast, dreht der Sandmann sie vielleicht mit etwas Muskelkraft wieder zu dir zurück, damit du eine bessere Sicht hast. Die Vorhänge öffnen sich vielleicht zu einer strahlenden Morgendämmerung oder einem klaren blauen Himmel, aber die einzigen Wahrheiten in diesem Raum sind dein Arm und die Sanduhr. Solange du keine 8 Markierungen hast, ist das Spiel noch nicht vorbei. Setze jedes Quäntchen Kraft ein, das du hast, um die Sanduhr umzudrehen, was durch den Einfluss des Sandmanns zu einer immensen Aufgabe geworden ist. Kritzle mit dem Marker eine Linie auf deinen Arm, auch wenn es so aussieht, als würdest du dir mit einem Messer den Arm aufschlitzen. In der letzten Stunde wird der Sandmann beginnen, dich direkt anzusprechen und dir scheinbar einfache Fragen zu stellen. Aber so wie du bist, kannst du dich nicht einmal daran erinnern, was 2 plus 2 ist. Eine Frage ist am schwersten aus deinem Kopf zu bekommen, also lass sie nicht hinein. Halte dir die Ohren zu und beobachte einfach die Sanduhr. Halte die Augen offen, schlafe nicht ein. Wenn sich die Frage in deinem Kopf festsetzt, fängst du an, darüber nachzudenken, was noch mehr Stress verursacht und dir den letzten Rest an geistigem Willen raubt. Der Sandmann wird auch handgreiflich, packt dich und wirft dich quer durch den Raum, sodass du zurück zur Sanduhr kriechen musst, bevor die Zeit abgelaufen ist. Wenn du einen flüchtigen Blick auf sein Gesicht erhaschst, kann das genug Albtraum sein, um dich heimzusuchen und deine Augen nicht mehr zu schließen. Es wird keine erkennbaren Gesichtszüge geben, außer 2 blutigen Augen, deren Lider aus den Höhlen gerissen sind, die dich endlos anstarren. Wenn du es irgendwann nicht mehr aushalten kannst, bevor die 8. Stunde vorbei ist, nimm die Sanduhr und zerschlage sie mit aller Kraft. Beide Teile müssen zerbrochen werden, damit das Spiel zu Ende ist. Ich hoffe für dich, dass sie aus Glas war. Jeder, der es bis zur 7. Stunde geschafft hat, hatte nie die Kraft, sie erfolgreich zu zerbrechen und hat entweder weitergemacht oder sich seinen Träumen hingegeben. Du erhältst keine Belohnung dafür, das Spiel auf diese Weise zu beenden, außer der Gnade, dem Zorn des Sandmanns zu entgehen. Wenn du es bis zum Ende der 8. Stunde schaffst, ohne einzuschlafen, musst du die Sanduhr nicht noch einmal umdrehen. Mache einfach die 8. Markierung auf deinen Arm und schließe die Augen. Obwohl du das Spiel beendet hast, kannst du noch nicht schlafen, denn es gibt noch eine letzte Aufgabe. Du musst nur noch darauf warten, dass der Sandmann die Sanduhr einsammelt und sagt: Du bist jetzt erwachsen, du kannst schlafen, wann du willst. Wenn du die Augen öffnest, siehst du, dass die Sanduhr verschwunden und die Kerze erloschen ist. Jetzt kannst du in einen Schlummer fallen. Einen 12-stündigen Schlummer, um genau zu sein. Das Spiel verlangt deinem Geist und deinem Körper einiges ab, also ist Erholung angesagt. Aber es ist der letzte Schlaf, den du jemals brauchen wirst. Oder zumindest für lange Zeit, denn wenn du dich vollständig erholt hast, kannst du für jede Markierung auf deinem Arm eine weitere Stunde wach bleiben. Je nach deinem normalen Schlafrhythmus kann das bedeuten, dass du nur ein kleines Nickerchen brauchst, vielleicht 1 oder 2 Stunden. Aber einige werden sich nie wieder hinlegen müssen. Sicher, du kannst es tun, wenn du willst. Du kannst sogar noch träumen, aber du wirst nie wieder müde sein. Denk nur mal daran, wie produktiv du sein könntest. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Wenn du auf dem Arm, der nicht von der Sanduhr markiert wurde, etwas ankreuzt, benötigst du stattdessen mehr Schlaf, und zwar 1 Stunde für jede Markierung auf dem leeren Arm, um genau zu sein. Du brauchst mehr Ruhe, um den ganzen Tag über funktionieren zu können. Diese Markierungen können sich mit denen auf dem markierten Arm aufheben, aber wenn das nicht der Fall ist, hast du vielleicht gerade all das Leid durchgemacht, nur um schlimmer als vorher herauszukommen.
und angesichts des Deliriums, in dem man sich während des Spiels befindet, ist es unwahrscheinlich, dass ein durchschnittlicher Mensch mit allen Punkten auf dem markierten Arm herauskommt. Es gibt auch die Umstände des Verlierens. Wenn du es nicht schaffst, die Sanduhr umzudrehen, erlangt der Sandmann seine volle Macht und du fällst mit einem Fingerschnippen zu Boden. Unabhängig davon, wie du einschläfst, ob durch das Versagen der Sanduhr oder durch deine eigene Müdigkeit, wirst du auch 12 Stunden schlafen, um dich zu erholen. Aber es wird der schlimmste Schlaf sein, den du je haben wirst. Und der Sandmann wird verdammt sicher dafür sorgen, dass das so ist. Die schlimmsten Albträume werden dich überfluten und du wirst nicht in der Lage sein, zu entkommen oder in kaltem Schweiß aufzuwachen. Alles, was du tun kannst, ist die Qualen eines Traums zu ertragen, der sich wie Jahre anfühlt. Und wenn du am nächsten Morgen endlich wieder zu dir kommst, liegst du auf dem Boden des Zimmers, die Striemen noch immer auf deinem Arm und Blut fließt von der Stelle, wo einst deine Augenlider ruhten. Du hast dich geweigert, die Augen zu schließen und einzuschlafen. Der Sandmann hat dir diesen Wunsch nun für immer erfüllt.